Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Dienstag, dem 25. August 2020. Wohin man schaut, gute Stimmung an der Wall Street. Rekordstimmung, Rekordstimmung, Rekordstimmung. Denn auch nun dem S&P 500 Index ist es letztendlich gelungen, über die wichtige Marke von 3400 Punkten auszubrechen. Allerdings hatte ich ja schon betont gehabt, dass ich davon ausgehe, dass wir einen Ausbruch sehen werden. Die Frage ist halt, welcher Ausbruch es sein wird. Würde es ein nachhaltiger Ausbruch sein? Würde es eben ein Fehlausbruch sein? Und ich favorisiere letztendlich noch immer den Fehlausbruch mit einem Touch, sprich mit einem Touchieren des oberen Bollinger Bandes als Abpraller. Dies notiert aktuell bei 3452 Punkten. Die vorbörslichen Indikationen deuten noch auf einen positiven Marktstart hin. Es ist relativ realistisch sogar, dass heute das obere Bollinger Band erreicht wird. Und dann werden wir sehen, wie sich im weiteren Tagesverlauf der amerikanische S&P 500 Index präsentieren würde. Es würde mich jedenfalls nicht verwundern, wenn wir ab dort vielleicht erste Gewinnmitnahmen in die Wege leiten und das vielleicht sogar in Form eines sogenannten Turnaround Tuesdays. Ja, wie soll es anders sein mit Blick auf den Technologieindex Nasdaq? Die Tech-Werte bleiben gefragt. Kleinste Konsolidierungen wie auch im gestrigen Handelsverlauf werden wieder sofort gekauft, gekauft, gekauft. Und somit ist auch gestern wieder der Index mit einem neuen Rekordstand aus dem Handel gegangen. Und wir werden sehen, wie das Ganze hier weiter fortgeführt wird. Es gibt zahlreiche Kursunterstützungen, aber wie gesagt, der Markt ist deutlich überhitzt, aber eben auch genauso eben gibt es keine möglichen Trendumkehrsignale, weshalb die Rallye noch immer anhalten kann, solange eben entscheidende Kursunterstützungen nicht durchbrochen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis zur nächsten Ausgabe.